Jo Leute, was geht? Heute zeige ich euch, wie man eine Peugeot JetForce entdrosselt oder drosselt. Zuerst müsst ihr ja den Variomatikkasten entfernen. Das mache ich schnell und dann melde ich mich nochmal wieder. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr den Variomatikkasten einfach abmachen. Braucht ihr ein Blockierwerkzeug und eine 14er Nuss und macht einfach die Riemenscheibe ab. Wichtig ist, die Leute, die mit dem Schlagschrauber die Variomatik lösen, nicht mit dem Schlagschrauber wieder festmachen, da die Gefahr besteht, dass die Kurbelwelle abreißt. So, dann legt ihr das Blockierwerkzeug drauf. Braucht eine Knarre mit einer 14er Nuss. Wenn ihr das dann gemacht habt, könnt ihr einfach die Riemenscheibe abnehmen. Wichtig ist, dass ihr die so rum hinlegt, nicht dass da Kratzer raufkommen, sonst kann der Keilriemen kaputt gehen. Dann müsst ihr den Keilriemen lockern, einfach so zusammendrücken. Den Keilriemen entnehmen. Und normalerweise ist hinten auf der Variomatik so eine Scheibe drauf, aber da ich eine Sport-Variomatik habe, mache ich einfach nur einen Distanzring rein. So, also ich mache hier jetzt den Distanzring drauf. Dann den. Ups, so. Ist ein bisschen schwer mit der Kamera in der Hand. So, also einfach den Keilriemen wieder drauf. Dann macht ihr die Riemenscheibe wieder drauf. Diese Scheibe, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißt. Dann ganz normal die Mutter. Und dann genau das gleiche wieder mit Blockierwerkzeug und dann festziehen. Nicht zu fest, weil nach fest kommt ab. Und ja, wenn ihr ihn entdrosseln wollt, einfach genau umgekehrt. Einfach eine Riemenscheibe ab, Distanzring raus oder hinten bei Variomatik die Scheibe. Das war's dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Das war's von mir. Ciao.